Wenn man will, dann kann man auch. Und zwar anders. So wir zum Beispiel. Wir heben jetzt gleich einen vielleicht mehr oder weniger dicken Schatz aus. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Kingdom Come Deliverance. Soviel zu Matthäus und Fritz. Ich frage mich gerade, wenn ich denen hätte Geld bieten können, wäre das bei denen auch nicht anders gewesen. Die hätten das schon irgendwie versoffen und irgendwann wären sie wieder auf der Spur gewesen. Jeder kann, wenn er will, so auch Matthäus und Fritz. Bei denen ganz besonders, und die wollen halt nicht. Die wollen zwar schon an Geld kommen, aber die sind schon ziemlich verquer im Kopf. Ja. Meint auch unser Kollege hier, unser Unbekannter. Ich frage mich gerade, ob ich vielleicht doch etwas konsequenter hätte sein sollen. Auch wenn es nicht stimmt, dass es denen in Sasau besser geht als hier jetzt. Weil ich weiß, wie es in Sasau zugeht. Die ganzen Presse, die nicht weit weg sind. Vranik, dieses elendige Kloster. Klar, es ist an sich eine Stadt. Die Dorfbewohner scheinen soweit in Ordnung zu sein, aber ich konnte nicht aus voller Überzeugung sagen, in Sasau würde es Matthäus und Fritz besser gehen. Aber für den vielleicht Ausgang der beiden, für die weitere Geschichte, wäre es vielleicht besser gewesen. Meine ich. Weil ich habe jetzt die Befürchtung, die kommen in Kerker. Kann ich auch von hier oben plündern? Yeah. Ja, das ist auf jeden Fall der Schatz. Salzkette in Tausender. Rezept für Trank des Verderbens. Verziertes Jagdschwert. Verpönter Würfel. Was kann der denn? Manchmal sind die Würfel gewogen, manchmal nicht. Diese hier wahrscheinlich eher nicht. Wenn man verlieren will, dann nimmt man sich den hier. Aber dann könnte man auch einfach, wenn man ganz gut gewürfelt hat, einfach einen Mist sich zur Seite legen. Oder direkt aufgeben. Den Sinn des Würfels verstehe ich da gerade nicht, aber da denke ich vielleicht noch gar nicht weit genug. Keine besondere Ausrüstung, verziertes Jagdschwert und Aachener Beinlinge. Nicht verkehrt, aber jetzt auch nichts Besonderes. Wieder eine Kette, die ich Theresa schenken könnte. Gut, Schatzkarte 13 abgehakt. Jetzt habe ich die 11, jetzt habe ich die 13, die 12 hatte was zu Schweres, dann gucke ich mal auf die 16. Scarlets oben, dicker Fluss ist wohl die Sasa, da ist ein vergammelter Baum. Weg am Steinbruch vorbei. Das wirkt gerade wie bei Esther da hinten, ne? Wenn ich an die dicke Steinwand da denke. Also sehr wahrscheinlich die Sasau. Da geht's oben nach Scarlets im Norden. Also im 90-Grad-Winkel. Da ist auch ein kleiner Nebenfluss dazwischen auf dem Weg nach Scarlets und eben also da ist die Steinwand, da ist der Weg nach Scarlets und dieser kleine Arm. Daran die Sasau. Wo ist das genau? Samopesh. Diese Felswand hier. Da ist so ein kleiner Arm, da ist Scarlets. Das ist ungefähr hier. Will ich. Ah, so, ja. Will ich da direkt hin, weil das ist schon ein weiter Weg. Dann könnte ich beim Gerber noch... wobei, weiter Weg. Ah, hier rum. Ich könnte den Hasenkram abgeben und dann könnte ich vielleicht da den Aktivitätengeber in Scarlets treffen. Und in Scarlets gibt's ja auch noch hier oben was zu finden. Ich glaube sogar eine uralte Schatzkarte. Ich glaube, das mache ich, aber dann peile ich erstmal... Tarnberg an. Immer noch ein Fragezeichen. Wird denn ein Schuster? Nee, der Schuster war ja davor beim Gerber. Außerdem ist das Samopesh. Nicht Sasau. Genau, den meinte ich. Klingt einfach. Am dürren Baum soll ein Schatz sein. Dann gehen wir aber erstmal nach Tarnberg. Da dürften wir halt bloß den Brader haben. Das Zeug habe ich ja noch dabei. Und wir hätten beim Wirt sowieso zu Hause. Gut. Machen wir das. Ja! Sehr energisch.
Hey. Vielleicht sehen wir schon Fritz und Matthäus im Kerker. Bei aller Freundschaft, also, da bin ich nicht dabei. Nicht bei den Leuten von Tarnberg. Gut, da habe ich schon etwas verkackt, als ich mit möchte gern Haneken Hase da vorbeigekommen bin. Die Musik wieder. Als ich mit möchte gern Haneken Hase da vorbeigekommen bin. Auf den Schultern. Und dann wollten sie uns einkerkern, aber der Ruf im Eimer. Aber mittlerweile haben sie sich davon etwas erholt. Aber dennoch, da in Ungnade fallen, das wäre so gar nicht gut. Denn immerhin haben sie uns damals aufgenommen, als wir schon fast tot waren. Pfeil im Bein, ein paar Kumanen im Nacken, sogar auf Pferden. Das haben wir noch, haben wir bis dato oder seitdem nie wieder erlebt, dass uns jemand mit Pferden verfolgt hat. Das war ein Erlebnis. Finde ich aber schade. Man stelle sich mal vor, es jagen uns drei Banditen auf ein Pferd. Ja, was machen wir? Haben wir ein schnelleres Pferd? Ja. Besser als Yen, da ist niemand. Moment. Eine bessere Ausdauer hat, glaube ich, auch niemand. Ich könnte Richtung Meriet vorbei, dann muss ich nicht durch den Wald, dann gehe ich mal links immer am Waldrand entlang. Ja. Moment, war nicht bei Meriet auch was? Da war doch auch was. Was bist du denn? Hey, was hast du jetzt versucht? Oh, hier ist was los. Hier sind Kumanen. Ich dachte, hier hat jemand Angst. Werft uns von hinten gleich jemand an. Die machen Faustkämpfe, hä? Kumanen ergibt sich. Ne, jetzt haben sie Schwerter draußen. Der Kumane muss sterben. Was haben sie da vor? Ich muss aufpassen, ich könnte auch ganz schnell sterben. Wir haben noch nicht Folge 400 erreicht. Nur alle 100 Folgen mal sterben. Der hockt immer noch da. Hier sind ein paar tot. Einer hockt da auch noch. Zwei haben noch Lust. Aber die, ja, haben sich gegenseitig nicht lieb, weil einer ist Kumane. Aua. Ja, je stärker wir sind, desto mehr Bums können die Pfeile auch bekommen. So, der dampft ab. Ja. Scheint so. Sicher ist sicher. Auspacken. Kumane tot machen. Sieht man schon am Bogen. Wie ein Sadist. Blutende Wunde. Du auch. Was hier jetzt alles rumliegt. Wir mussten gar nicht viel machen. Bandit, der gar nicht mal so schlecht gekleidet ist. Hat aber einiges abbekommen. Irgendwas Besonderes dabei. Ringelblumenaufguss. Nicht verkehrt. Ein paar Goschner da auch. Einen verbesserten Spitzpfeil ebenso. Hasenfleisch. Alles unser. So, der nächste. Das wird fette Beute werden. Hauptsache, es kommt nicht gleich an, weil dann kann ich nicht schnell wieder was wegpacken, weil wir dann im Kampf sind. Nichts Besonderes, aber nehme ich einfach mal alles mit. Ich traue der ganzen Sache noch nicht ganz. Der sieht nicht besonders schick aus. Hat auch jetzt nichts so Besonderes dabei, aber Kleinvieh macht ja auch Mist. Was hat unser Bogen gerade? Der Kumanische Bogen 74er Wert, oder? Kumanischer Bogen 62, viel zu schlecht. Kumanische Mütze, die Mützen sehen echt putzig aus. So, hier ist noch ein Normalo, hier ist noch ein Kumane, da Bandit und da Stein. Ganz schön viel Kram. Oh, 400, immerhin. Einen einfachen Schnaps hat er auch, Armschienen. Er treibt es mit dem Stein, dann lasse ich ihm mal die Freude. Ist auch kein besonderer Bandit. Ich glaube, der noch mit wertvollste Bandit ist da in den Wald abgedampft, ins Gebüsch. Ringelblumenaufguss, Sachs. Eingesackt. Alle geplündert. Andere machen die Arbeit, wir räumen ab. Weiter geht's.
Ja. Ich hoffe, ich komme nicht gleich in den nächsten Kampf, weil dann müsste ich erstmal umpacken. Wobei, ich kann ja von Yenda aus die Leute erledigen, das kriege ich schon hin. Wobei ich eben so gerne die Kämpfe habe, die Schwertkämpfe. Aber zur Not müsste es halt mal so gehen. Soll ich... Nee, ich gebe erstmal den ganzen Kram ab. Ich schaue dann später nochmal bei mir. Hier war doch auch irgendwas mit Schatz. Da gebe ich erstmal den Kram ab. Und dann kehren wir hier nochmal zurück, weil... Ich habe jetzt keine Lust, mit dem ganzen Kram herumzurennen. Dann sind wir nämlich elendig langsam. Und erst umpacken... Nee, auch nicht. So, da hinten sehen wir schon Talenberg. Oh, Schanze. Pferderennen. Strecke. Damals sind wir so langsam hier vorbeigeritten. Damals noch mit dem Pferd von Neuhof. Wie ist das Tier? Nee, Apfelschimmel war doch das Pferdchen von Herrin Stefanie, meine ich. Ja. Meint er auch? Oder verwechsel ich die vielleicht doch gerade? Ja. Ich weiß es gerade nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es ein extra Pferd von Neuhof war. War ja auch immerhin das Neuhof-Pferderennen. Das Pferderennen für die Zukunft von Neuhof. Mist, ich wollte rechts absteigen. Njom, Schikane. Schöne Drehung. Und Kram ablegen. Bloß nicht die Schaufel. Französische Altarkerze, die habe ich danach aus dem Kloster, oder? Oder habe ich die schon... Ich glaube, ich habe die schon eh eingesammelt. Das war nicht Klosterzeit. Das ist noch viel zu frisch. Glaube ich. Ist aber gar nicht so wichtig. Bloß die Schaufel behalten. Die haben wir gefunden. Bei Neuhof. Die Peinlinge. Yeah, tolle Musik. Die edlen Schuhe haben wir auch gefunden. Na, die können wir auch abgeben. Dafür haben wir andere Schlappen. So viele Fackeln. Sieht man mal, man muss, na gut, man muss auch Glück haben, aber so wie wir, ich musste halt bloß die Verbliebenen, da musste ich gar nicht so zwingend umbringen. Klar, die da hockten, die hätten vielleicht bei Fritz Matthäus weitergemacht, weil sie die gar nicht so als furchteinflößend eingestuft hätten, aber... Selbst bei den beiden, die uns verfolgt haben, musste ich nur warten, dass sie sich gegenseitig klöppeln und dann ist der eine abgedampft. Das kann an unserer Erscheinung liegen. Durchaus, durchaus. Aber man hat gesehen, man kann auch einfach abgreifen, was da so herumlag. Oder man schaut halt in 4 Stunden nochmal vorbei und guckt, wie die Lage sich da so ergeben hat. Dann halt einfach plündern. So schwierig ist das gar nicht. Gut, mit Kackausrüstung und nur mit seinen Beinen unter den Füßen. Ne, über den Füßen. Ist man natürlich angreifbar. Wir können leicht reden, denn wir haben ein Pferd, von wo aus wir uns gemütlich alles anschauen können und es nur einfach abdampfen. Muss man natürlich auch noch bedenken. Das ist auch so eine kleine Komfortfunktion, die wir haben. Und sich so ein Pferd aneignen, das dauert auch erstmal. Nee, das Hasenfleisch kommt aber weg. Holzkohle, Hundeschmalz... Brezel kann auch noch weg. Wir stehen aber noch bei 175. Die Schaufel und was noch? Das hat 90. Warum gepfeffert wird hier? Gott schütze dich, Heinrich.
Und was mit meinem Pferd? Ja! Fieser Schuft. Gut, dann würde ich sagen, nochmal auf nach Merhoyet oder doch? Na doch, erstmal Merhoyet hier war. Doch, meine ich, auch was nochmal nachgeguckt. Schatzkarten. War es die 1? Nein. Haben wir schon erledigt. Die 3. Mona-Stärk. Haben wir schon praktisch erledigt, aber noch nicht geknackt. Nee, muss ich erstmal finden. Höhleneingang und da darunter. Das wird noch eine Suche werden, nachdem ich da schon so lange gesucht habe. Genau. Ein umgestürzter Baum und da ist auch ein Brunnen. Merhoyet Dreiecksgeschichte. Norden ist... Ach so. Jetzt rechts. Verdammt! Halt dich von den Leuten fern, wenn du nicht reiten kannst, du Tor! Danke. Voll fies. So schlecht sind wir gar nicht. Also womöglich wieder Sarsor-Quelle. Zwei Zipfel führen zu einem zusammen, umgeschützter Baum, dann zwischen Baum und Brunnen auf der Höhe. Auf der Höhe von Baum und Brunnen. Und wo ist das? Karte? Also Merhoyet. Im Norden, der Norden ist hier oben, der hat dahin gezeigt. Ich muss noch mal kurz drauf gucken, dieses Norden immer zur Rechten, das... Also wir gucken... Okay, wir gucken auf Tarnberg drauf. Wir müssen die Karte einfach mal um 90 Grad im Uhrzeigersinn drehen. Das hier oben wird es doch nicht sein. Das hier, dann muss es doch das sein, aber hier sind keine zwei Zipfel. Upsa. Mit diesem Karte drehen, das macht mich gerade halb wuschig. Karte lesen ist echt... kann echt ganz schön heikel sein. Ne, also mit Sarsor hat das hier gar nichts direkt zu tun, das wäre halt hier... Das Geflüss hier, das hat nichts mit der Sauser zu tun, das fließt halt einfach durch. Einfach so. Ich schau mal, dass ich die beiden Wege finde. Schatzkarte 5. Merhoyet. Ein Dreieck. Vor Merhoyet ist ein paralleler Weg. Merhoyet Mühle ist ja auch etwas weiter unten. Das ist ja das Ding. Hier, da, da. Genau, jetzt habe ich's. So, zwei Zipfeln ist hier irgendwo ein umgeschützter Baum. Finden wir schon. Ich gucke nochmal kurz. Ich will jetzt nicht direkt nach Kompass latschen. Aber da finde ich auch so hin. Ich muss halt den Weg zurück, den ich hier gekommen bin. In etwa. Oh. Der Zaun hat mir schon mal ein paar Probleme bereitet. Und der ist uns auch gerade nicht wohlgesonnen. Hier drauf und dann rüber. Oder so. Ja. Hauptsache rüber. Schöne Wiese, wie sie immer hochgeht. So, schwupps, eine Welle und hier auch gleich wieder. Oh, die wird schwieriger. Ah, ja. Schwupps. Und schwupps, schwupps. Wie nennt man das? Wellen? Wellen im Hang? Fachbegriff. So, da ist die Mühle. Ah, da muss ich gleich wieder an die Rügenwalder denken. Mann, daran will ich gerade nicht denken. Das ist so ein schöner Gedanke.
ein sehr ablenkender Gedanke. So, hier runter und dann, ja. Kommen hier zwei Zipfel. Hier beginnt der eine. Hier müsste es gleich anfangen zu plätschern. Ah, noch trocken, das war mal nass. Hier beginnt es, genau da. So, umgeschützter Baum und dann auf Höhe. Ah, da kann ich schon was erkennen. Brunnenhöhe. Aber die Schatzkarte, den Schatz dazu, den schnappen wir uns mal in der nächsten Folge. Und dann der bei Scarlets und dann vielleicht der bei den Scarlets Amin. Mal schauen. Aber bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss.